Herzlich willkommen, mein Name ist Eugen Denisenko. Ich bin hauptberuflicher Trader und Gründer der Tralgo GmbH. Und in diesem Video möchte ich dir einen Trade zeigen, bzw. meinen Wochenverlauf zeigen und noch so ein bisschen über die aktuelle Situation an den Märkten sprechen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Video. Ja, die Welt bebt, die Märkte aber auch. Und somit bieten es sich uns natürlich wiederum viele tolle Möglichkeiten an den Märkten zu profitieren. Die Volatilität ist hyper hoch. Der CL hat ähm, die Niveaus, die Rekordniveaus von 2011 bis 2014 gebrochen. Ähm, das Allzeithoch liegt bei 140 Dollar. Im CL 130 haben wir diese Woche geknackt. Ähm, das war die Subprime-Krise 2008. Ja, wir hatten 2008 die 140er-Marke. 10 Dollar haben jetzt noch gefehlt und dann hätten wir auch dieses Allzeit-Hoch im CL gebrochen. Was man ganz klar sehen kann, ist bei Nickel, welche Auswirkungen das Ganze hat. Nickel war bei 20.000 konstant. Jetzt sind wir bei 48.000, also 50.000 Dollar fast. Das ist ein Aufschwung von auf Jahresbasis gesehen von 200 Prozent. Also überall in jedem Markt gibt es aktuell Möglichkeiten. Auch bei den Aktienindizes haben wir tolle Short-Möglichkeiten gehabt. Und äh, viele Vorteile. Also wir haben beispielsweise bei den Aktienindizes einen tolle Gegen- bzw. einen Kontraindikator zum CL. Also man kann dieses entgegengesetzte Handeln durchaus auch als einen ähm, Bestätigungsindikator nutzen, weil wir da einen sehr saubere, ja, einen sehr, sehr sauberen, konträren Marktverlauf haben. Und das nutzen wir auch, vor allem jetzt auch äh, in Bezug auf den CL und den NASDAQ. Wir haben äh, gehandelt diese Woche. Bei mir waren es insgesamt drei Handelstage diese Woche. Das war der Montag, der Dienstag äh, und der Donnerstag. Mittwoch war ich bei der Familie, Freitag sind wir dann wieder in den, äh, nach Karlsruhe zurückgefahren aus dem Norden. Also drei Handelstage. Und was ich äh, seit Montag äh, beobachtet habe, das war das Opening. Und das Opening war verrückt. Ich habe Corona erlebt 2020. Äh, Im Februar, 21. Februar, hat das Ganze angefangen. Ähm, das habe ich erlebt, aber das, was wir jetzt Mittwoch hatten beispielsweise, hat alles getoppt. Also wir haben miterlebt, wie im Endeffekt am Abend in Dollar-Takt der Markt verloren hat und runter ist. Also wir reden hier wirklich von der, ja, wer hier die Breakouts gemacht hat, die Short Breakouts hat eigentlich fast schon aussaugen können. Um 18 Uhr ging es los. Und dann waren wir hier 18 Uhr bei der 117, das tiefer bei der 103. Ähm, 14 Dollar sind wir runter, bin von Minuten. Das sind 1400 Ticks. Ähm, wer da Short getradet hat, hat wunderbare <laughs> Ergebnisse realisieren können. Tatsächlich war das bei mir so, dass ich dann erst zum Abend hin dazugekommen bin. Ähm, ich war gegen 20 Uhr, 19.30 Uhr am Markt, 20 Uhr. Und da war auch schon der Trade. Wir haben einen seit dem Opening, das habe ich auch beobachtet hier am Montag, einen sehr, sehr hohen Preis gehabt. Die Quotierung hat angefangen ähm, bei der 121. Da war ich schon buff, als ich das gesehen habe. Wir haben bei der 115 geschlossen am Montag. Bei der 121 beginnt der Handel. Ähm, das ist ein Gap von 6 Dollar, 600 Ticks, wo die einfach mal schlagartig hoch sind. Im selben Moment sind wir noch auf 130 gesprungen. Das war der Moment, wo wir diese Marke geknackt haben. Die 130er-Marke. Und im Laufe des Tages, ähm, nach einer schönen Sammelzone, sind wir nach unten ausgebrochen. Da fing dann im Endeffekt diese erhöhte oder gigantische Volatilität mal so richtig an. Ähm, und am Mittwoch gab es halt diesen Knall. Und nach diesem Knall habe ich meinen ersten Trade realisiert. Also der äh, über 70.000 Dollar Trade was jetzt unser Rekord-Trade ist, ein Einzeltrade, bestand eigentlich aus zwei Ideen bzw. aus zwei Möglichkeiten. Der erste Versuch ist fehlgeschlagen, beim zweiten Versuch ging er endlich auf. Der erste Versuch, den habe ich hier realisiert gegen 19.30 Uhr, 20 Uhr, das war hier die Ablehnung. Rein bin ich bei der 108.11, das war hier, 108.11, bin ich mit den ersten 16 Kontrakten long rein in dem Bereich. Und der lief auch richtig gut an. Also, ich habe ihn wirklich bis zum Close gehalten. Meine Idee, meine Intention war auch tatsächlich, diesen über Nacht zu halten, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass er jetzt mein Ziel erreicht. Der wird das Ziel bei der 113 äh, über Nacht einfach so erreicht, sondern dass er sehr wahrscheinlich Anschwung wieder in der Nacht vom Folgetag nimmt. So habe ich praktisch auch den Trade overnight gehalten und war jetzt nicht äh, am Ende des Tages draußen. Mit 16 Kontrakten bin ich dann long rein bei der 108, 11 und war echt überrascht. Das lief alles richtig super an. Uh, am Peak waren wir hier 46.000 Dollar, glaube ich, vorne bei der 110 oder irgendwie ja, 40.000 bis 46.000. Und dann kam der Close. Dann gab es uh, eine Stunde Pause und dann habe ich mir das Opening angeguckt. Geschlossen hat der Markt irgendwie bei, war der Trade bei 26.000 und wieder ein bisschen was abgegeben. Uh, falsch andersrum, 30.000 war hier das Peak, geschlossen hat er bei 26.000 irgendwo. Und als das Opening kam, war ich baff. Er ist einfach mal 20.000 wieder hochgesprungen auf die auf 46.000, das war hier der Punkt 111,40, das war hier das Tageshoch zwischen Zeitpunkt, da habe ich mich ziemlich gefreut, dachte ich mir, alles klar, langsam geht die Idee auf, mein, mein Take Profit war bei 113 und dann hat er nochmal korrigiert, hat korrigiert, ich habe den Stop Loss bereits nachgezogen, der da vorbei, ich glaube 40 Ticks lag, ähm, habe ich nachgezogen auf 6.000 Dollar plus. Und was hat er gemacht? Tatsächlich, gegen 3.30 hat er mich mit diesen 6.000 Dollar im Gewinn ausstoppen lassen. War natürlich ärgerlich, weil man zuvor halt schon am Peak 46.000 vorne war und mit 6.000 ausgesoppt, oh man. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich äh, den zweiten Anlauf gewagt. Das war bereits eine Location, die auch in der Vergangenheit sehr, sehr oft ähm, gehalten wurde. Das ist jetzt eine Marktanalyse, die haben wir bereits am Sonntag erstellt. Also es ist wirklich eine ähm, aktuelle Analyse von vor einer Woche. Und da hat sah man bereits, wie wir hier angefangen haben, ab dem 2. März eine tolle Range auszubauen. Und dieses Range Tief. Da hatten wir nochmal ein tolles Cluster. Auch am Vortag hatten wir hier vereinzelt high volume notes denn die Preise unterhalb dieser Range wurden gänzlich abgelehnt. Ob es jetzt hier war, die Ablehnung, ob es jetzt hier war, bei diesem großen äh, Sprung die Ablehnung. Hier sehen wir Low Volume, hier sehen wir das Cluster. Hier hatten große Marktparteien, institutionelle Trader, ein großes Handelsinteresse. Am Folgetag gab es hier wiederum Vier, fünf, beziehungsweise vier Ablehnungen. Und auch am Vortag sehen wir, wie wir die Preise hier in einem Schlag wieder abgelehnt haben und wieder über diese Marke rüber sind. Diese Marke hat er bereits am Mittwoch sehr stark gehalten, wie wir erkennen können. Und auch am Donnerstag in der Nacht, ich war praktisch in meiner Nachtschicht. Ich war die ganze Nacht auf und das bewusst, weil ich seit Montag immer wieder die Nachtsessions im Öl beobachte, weil nachts. Vor allem sehr, sehr viel zu holen ist ab dem Opening. Und so habe ich auch praktisch in dieser Nacht wieder die Nachtsession gehandelt. Und gegen 3.30 Uhr haben wir es wieder erlebt. Wir sehen um 3.30 Uhr eine erneute Ablehnung. Und nach diesem Pullback, nach diesem zweiten Pullback um 3.30 Uhr bin ich erneut Long. Da haben wir eine schön, ein sehr schönes Ablehnungssetup gehabt. Wir haben da sowohl ein Ablehnungssetup gehabt als auch eine wunderbare Location. Also rein technisch gesehen von der Bestätigung her hat alles gepasst dass ich da dann dementsprechend lang rein bin. Das waren mit 20 Kontrakten der Trade zuvor. Also hier am Abend, der mit 6.000 raus ist, waren 16 Kontrakten. Jetzt habe ich auf 20 erhöht. Und ähm, war ein super Setup. Es hat einfach alles gepasst, auch von der Bestätigung her. Und der Markt ist sofort angelaufen. Der ist sofort angelaufen. Mein Ziel äh, war hier 370 Ticks. Das ist schon enorm. Ähm, und lag auf der 111,70. 111, hier hätte das knapp verfehlt. Ähm, hat gleich gesammelt am Tageshoch. Das der Tageshoch hat dann nicht rausgeholt. Wir hatten ein schwaches Tageshoch. Aber ich wusste, er wird es auf jeden Fall holen. Ähm, denn wir haben praktisch nach, dieser, ähm, nach diesem Pullback hier erneut einen sehr, sehr großen äh, Käufer reinbekommen. Beziehungsweise mir war klar, nach dieser Sammelzone hier, beziehungsweise nach der Ablehnung dieser Extremsammelzone vom Vortag, wo er bereits am Vortag extremst gesammelt hat und hier wieder angefangen hat zu sammeln, wird er hier halten. Das hat er dann im Endeffekt auch gemacht. Er hat gehalten. Um, Stop war bereits nachgezogen, also ich habe bereits abgesichert und dann lief er wieder an und gegen 7 Uhr hat mich die Müdigkeit so krass eingeholt, dass ich von allein eingeschlafen bin. Ich habe die ganze Zeit meinen Laptop beobachtet, habe den Trade beobachtet und dann bin ich gegen 7 Uhr einfach K.O. gewesen, bin einfach eingeschlafen, gegen 9 Uhr klingelt der Wecker, äh, guck nur auf meinen Laptop und sehe, geil, Take Profit gefüllt, Trade ist raus, äh, bei der 111,70 mein Ziel erreicht, wunderbar und dann habe ich mich direkt wieder schlafen gelegt und das waren tatsächlich über 70.000 Dollar, die er da einfach mal gemacht hat. Einstieg war hier bei der 010787. Ich werde dir trotzdem nochmal gleich einen Ausschnitt aus meiner Instagram Story zeigen, denn wenn du mich verfolgen möchtest, live verfolgen möchtest, meine tagesaktuellen Ergebnisse sehen möchtest, wir handeln wirklich nur mit echtem Kapital, beziehungsweise mit Eigenkapital, Fremdkapital, in dem Fall war das jetzt ein Eigenkapital-Trade und ähm, belegen es natürlich auch und zeigen diese Trades, dann und erklären diese Trades auch. Dann falls du mir noch nicht folgst, folgt mir gerne auf Instagram und verfolge alle meine Ergebnisse. Und da sieht man auch noch mal ganz gut, wie wir beziehungsweise wie ich dort den Trade gemanagt habe oder Einstieg war oder Ausstieg war. So Freunde, das Live-Trading ist vorbei. Haben noch mal knapp 5000 raufgehauen und ja an der Börse, aber auch nicht nur an der Börse. Ist absolut alles machbar. Und ich hoffe, ich kann euch damit motivieren. Zieht durch, die Märkte geben es her, nutzt die Chance. Und das Wichtigste ist, bleibt gesund. In Ordnung, soviel zu äh, diesem Trade. Wie gesagt, waren zwei Versuche. Und dann kommen natürlich die Fragen: Wie ist das Ganze möglich? Bevor ich das, äh, darauf äh, zu sprechen komme, das war es jetzt mal oberflächlich zum Trade. Ich kann auch nochmal ganz kurz über die äh, Woche gehen, beziehungsweise das ist jetzt hier. Ähm, Uh, AMP bzw. die AMP Statements. Das, uh, das Statement kommt immer am, am Folgetag uh, gegen 5, 6 Uhr morgens. Deswegen das war jetzt der Donnerstag, den ich gehandelt habe. Am Freitag kommt dann das Statement und da sieht man dann noch mal das uh, Ergebnis im Statement, bevor es dann heißt, <laughs> Mit der demo gezeigt. Uh, die Gebühren waren wirklich gering, weil wir haben ja verhältnismäßig wenige Trades gehabt. Die Gebühren waren gering. Das waren hier die 78.800, uh, die ich in der Nacht gemacht habe und dann hatten wir sogar noch an demselben Tag am Donnerstag Live-Trading um 15 Uhr, da war ich nicht mehr ganz so frisch, aber haben trotzdem noch mal im Live-Trading äh, 3.685 Dollar erwirtschaftet. Also insgesamt waren das jetzt äh, 82.000, 83. 83.000 oder so, 83.000, 84. 84.000 ähm, an einem einzigen Tag. Das war das Ergebnis vom äh, Donnerstag. Dann haben wir noch den äh, Dienstag gehabt. Mittwoch, wie gesagt, habe ich nicht getradet. Freitag habe ich auch nicht getradet, da war ich auf dem Rickwick zum Karlsruhe. Und das war jetzt hier der Dienstag. Das, da sieht man schon ein paar mehr Ausführungen und die Gebühren sind auch wesentlich höher. Da haben wir ein paar mehr Trades gehabt und da sehen wir. Na, wo sind die Ergebnisse? Viele, viele Ausführungen. Viel geskypt. 4650 Minus bei diesen Trades hier und dann, das war der Nasdaq und ähm, hier sind die Crude Oils, also die Öltrades. 23.000 vorne. Also auch nochmal knapp 18.000-19.000 Gewinn am Dienstag. Und dann haben wir noch den Montag hier gehabt. Da gucken wir auch nochmal kurz rein, dass wir eine Übersicht haben über die Woche. Auch wieder verhältnismäßig wenig Gebühren. 200 Dollar knapp 1400 Gewinn. Und nochmal 14.000 gewinnen. Also knapp auch nochmal 15.800 oder so an einem Tag. Und dann habe ich hier noch was. Also ich könnte jetzt im Endeffekt den ganzen Tag so weitermachen. Aber das machen wir jetzt nicht. Das ist jetzt der letzte. Ich will euch aber nur zeigen, was möglich ist in der aktuellen Zeit und kommentiere das gleich auch nochmal ganz kurz. Und das waren jetzt auch nochmal, ich glaube das war letzte Woche Freitag. Ja, 6.460 und nochmal 2000, also auch nochmal 8580 an einem Tag. Also äh, einiges, man kann sich jetzt die Wochenperformance ausrechnen. Das waren jetzt in einer einzigen Woche über 100.000 Dollar. Und warum ist das überhaupt möglich? Beziehungsweise es kommen natürlich die Fragen, wie kann man das machen? Wie ist das möglich? Äh, ich will das auch. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, es hat natürlich Gründe, ähm, Warum man jetzt auf einmal, wie ich jetzt in dem Trade mit 20 Kontrakten 370 Ticks Take Profit nehme? Der Grund dafür ist die geringe Liquidität. Es herrscht aktuell Panik an den Mark Märkten. Anleger ziehen sich zurück, ähm, halten die Füße still, investieren das Geld aktuell nicht, setzen auf Cash. Äh, die Liquidität wird dementsprechend von vielen entzogen und der CL wird de facto bewertet wie der Nasdaq aktuell. Also der Handel erfolgt von der Liquidität her fast ähnlich wie der Nasdaq. Ich meine, wir haben jetzt hier wirklich am Donnerstag eine Tick-Range von 900 Ticks gehabt. Das waren hier am Mittwoch knapp 2000 oder so, ja, 2300. Am Folgetag bzw. am Vortag 1000. Das sind Tick-Ranges, die hatten wir, wenn überhaupt, nur im NASDAQ. Und das muss man sich mal vor Augen führen, was es denn überhaupt bedeutet, wenn im Orderbuch nur ein, zwei oder drei Kontrakte getradet werden auf einem Level oder die Spreads 5, 6, 7 Ticks groß sind. Das ist nicht der reguläre Handel wie davor, wo wir im CL 20, 30 Kontrakte auf einem Preisbereich hatten, sondern wir haben hier wirklich es mit einem sehr, sehr dünnen Markt zu tun. Und dadurch kommt natürlich auch diese Volatilität, Volatilität zustande. Der Markt springt viel eher. Es ist viel einfacher, den Markt zu bewegen. 1 zu 1 gleich wie im Nasdaq. Und äh, daher muss man natürlich auch so den Markt handeln. Ich handle den Nasdaq aktuell mit knapp 40 Ticks Stop Loss. Und das gleiche habe ich auch ähm, jetzt beim, beim CL so gemacht. Und es funktioniert. Also mit 20 oder 10 Ticks Stop Loss kommt man nicht zurecht. Das wird nicht funktionieren. Der Markt ist viel zu volatil. Deswegen ab 40 Ticks kann man da auf jeden Fall gutes Risikomanagement betreiben. Und äh, da ist natürlich auch die Frage, wie lange geht das Ganze noch? Es ist ähm, ganz klar, woran das liegt. Wir wissen alle, woran das jetzt liegt. Ähm, wir sehen es ja auch an den Tankstellen aktuell. Das sind äh, historische Allzeithoch. Solche Preise hatten wir noch nie. Und ähm, deswegen sollten wir die Zeit auf jeden Fall nutzen, die Volatilität nutzen, denn es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich das irgendwo dann wieder normalisiert, stabilisiert und wir halt nicht mehr 370 Ticks im CL mitnehmen können, sondern vielleicht nur 30 oder 50. Deswegen sind ja auch solche Dimensionen überhaupt möglich. Und des Weiteren muss man natürlich auch sehen, wo steht man gerade persönlich, ja? auf welchem Level ist man, wenn man jetzt gerade. Um, man darf sich da nicht zu überschätzen oder sagen, hey, wäre ich da mal mit 20, Trade, äh, 20 Kontrakten reingegangen. Da muss man natürlich auch wieder berücksichtigen, wie ist man gerade selber überhaupt aufgestellt im Trading. Ja, die meisten wären wahrscheinlich schon mit <laughs> beim ersten Pullback oder beim ersten, bei der ersten Korrektur wieder runter, vielleicht mit 10.000 oder 15.000. Ich war da relativ hartnäckig, weil ich wusste, er wird mein Ziel definitiv erreichen. Und das hat er dann im Endeffekt auch. Also man muss einfach gucken, was ist sein aktuelles Level? Und was ist denn der nächste Schritt? Wenn du gerade dabei bist, 50 Dollar am Tag zu verdienen, dann wird es natürlich schwierig, fünfstellige Gewinne an einem Tag zu machen. Du musst erstmal gucken, verdienst du diese 50 Dollar denn schon stabil? Hast du eine gewisse Konstanz und Nachhaltigkeit im Trading? Oder bist du vielleicht gerade auf einem Level, wo du 250 Dollar am Tag verdienst, was ja auch kein schlechtes Geld nebenbei ist? Oder bist du schon so weit, dass du einen am Tag machst? Ja, also für uns jetzt beispielsweise, diese Woche ging kein Tag. Ähm, das war jetzt nicht 8000 oder so, also 5000 waren halt immer mindestens drin. Und äh, weil wir einfach auf einem gewissen Level schon handeln, mit gewissem Kapital handeln, mit einem fundierten Risikomanagement aber auch handeln äh, und den Markt auch eher jetzt einschätzen können, als jemand, der jetzt gerade ganz, ganz frisch und am Anfang ist. Deswegen guck, äh, guck immer, welches Level hast du bis jetzt erreicht, auf welchem Level bist du, wie stabil ist gerade das Gerüst, auf dem du tradest, mit dem du tradest. Und ähm, wie kommst du jetzt auf den nächsten Step? Wie erhöhst du das Ganze? Wie selbstsicher wirst du? Das ist natürlich auch eine gewisse Sache der Selbstsicherheit, der Kontrolle, der Selbstbeherrschung, ähm, deiner emotionalen Abgestumpftheit äh, etc. Diese ganzen Faktoren spielen eine Rolle ähm, über die Ergebnisse, die du in Zukunft erwirtschaften wirst. Ähm, rein theoretisch war das ein ganz normales Setup, was wir tagtäglich traden. Rein theoretisch ist es auch eine Marktanalyse, die wir jeden Tag normal aufstellen. Vom Gerüst her ist es wirklich immer das Gleiche. Man muss halt gucken, wo steht man aktuell, mit wie viel Kapital kann man überhaupt handeln, was kann man riskieren, was für Risiken gehe ich überhaupt ein und am Ende rentiert sich das Ganze oder nicht. Schaffe ich es, nachhaltig konstant zu bleiben oder eben nicht. Wenn du es nicht mal schaffst, 50 Dollar am Tag zu machen, beziehungsweise es wird sowieso erst am Ende des Monats abgerechnet, aber wenn du halt Woche für Woche immer wieder im Negativen bist, dann musst du hinterfragen, woran liegt das. Und wenn man halt an diesem Punkt ist, dann braucht man nicht erwarten, 80.000 oder 8.000 oder 800 an einem Tag zu machen. Man muss erstmal ein grundsolides Gerüst aufbauen und danach ähm, skaliert man Stück für Stück hoch. Soviel zum aktuellen Geschehen. Ähm, nutzen wir die Chance, das Potenzial ist da. Hoffen aber natürlich auch auf den Frieden auf der Welt. Ähm, das sowieso. Und ähm, ja, Lass dich vor allem auch nicht verarschen in dieser Industrie. In, der, in dieser ganzen Trading-Coaching-Industrie ähm, gibt es genug Betrüger, gibt es genug äh, Schaumschläger. Und auch ich habe einen sehr, sehr guten Einblick. Ich habe viele Klienten, die mir viele Informationen zukommen lassen, wofür ich sehr dankbar bin. Denn es gibt ziemlich viele schwarze Schafe, die jetzt so langsam enttarnt werden. Und dazu wird es auch von mir noch eine sehr ausführliche Videoreihe geben, wie wirklich nachweislich amtlich bereits verurteilte Betrüger immer noch in diesem ganzen Konstrukt oder in diesem Geschäft äh, partizipieren können, unter falschen Namen wieder regeln brechen, gesetzliche Regeln brechen, äh, Leute verarschen und einfach so davonkommen. Und äh, ich habe Namen, ich habe Akteneinsicht, äh, mehr oder weniger. Das sind schon alles Prozesse, die durch sind, das sind keine laufenden Prozesse. Und äh, diese Betrüger machen einfach weiter. Und ähm, es gibt immer noch Leute, die sich halt darauf einlassen und ziemlich viel Geld verlieren, sich verarschen lassen von Menschen, die einfach nichts nachzuweisen haben, absolut nichts nachzuweisen haben. Deswegen passt bitte gut auf, was du machst, wo du es machst, mit wem du zusammenarbeitest. Wenn du mein Wissen haben möchtest, so wie wir Tag für Tag traden, es ist absolut keine Raketenwissenschaft, es ist ein Fundament aus vielen, vielen Jahren Arbeit, dann geh gerne auf www.trade.com, melde dich auf ein kostenloses Erstgespräch an und dann gucken wir, ob es zu einer Zusammenarbeit kommt, ob dir das überhaupt liegt, was wir machen. Und ob du dir eine Zusammenarbeit mit uns vorstellen kannst. Wir haben hier ein großes Handelsteam, was Tag für Tag tradet und ähm, hohe Summen wirtschaftet, weil sie sich einfach, weil sie einfach wissen, wie man mit einem soliden Risikomanagement, mit einer fundierten Marktanalyse und klar definierten Setups ähm, Tag für Tag tradet. Ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit. Falls ich dich motivieren konnte, falls dir das Video gefallen hat, so lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und falls du Fragen hast, dann ähm, Schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns zum nächsten Video. Viel Erfolg und zerreißt die Märkte. Bis bald. Ciao, ciao.